Du steckst ernsthaft in der Klemme, Mann. Aber ich kann dir helfen. Ich habe Freunde und die haben Freunde, die alles, was du mir sagst, an deine Leute vom Orden weiterleiten können. Jetzt musst du also nach Hause. Zur Polis zurück. Ja, und damit ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen letzten Metro und Lastzeit. Aber ich glaube, der Ort hat in der Nähe an der Oberfläche einen Außenposten. Die Kirche wird schimpfen. Ja. Probier es dort. Wenn wir deinen Leuten etwas mitteilen können, dann treffen sie sich vielleicht dort mit dir. Wobei ich mich gerade richtig dolle ärgere. Warum sage ich euch gleich? Ich habe mein Leben neu begonnen. Habe Kuznetski Most verlassen. Die Roten haben die Station völlig unterwandert. Suchen nach Verrätern und Spionen. Schicken Leute in Lager oder erschießen sie einfach. Alles wegen des bevorstehenden Krieges. Die Leute flüchten von Kuznetski Most und aus der ganzen roten Linie. Hast du den gepanzerten Zug gesehen, den die Roten bauen? Also, wir haben auch etwas gebaut. Aus dem Zeug, das die Flüchtlinge uns bringen. Hier, sieh dir mal dieses Baby an. Die Jungs haben ihr sogar einen Namen gegeben. Katharina. In sie kann man sich nur verlieben. Sie hat beim Transport von Flüchtlingen gute Arbeit geleistet. Aber Teufel auch, man kann nicht jeden retten, also nimm sie. Wir haben auch Leute in Venedig. Wenn du dorthin kommst, suchst du nach Specht und sagst ihm, wo du unser Baby zurückgelassen hast. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen. Sag was gleich, was mich das aber gemacht hat. In Ordnung, Motor starten. Wir basteln noch an ihr. Daher ist die Steuerung nicht perfekt. Aber die Lichter sind erste Klasse. Spinnwanzen brauchen wir nicht zu fürchten. Und in den langen Tunnels gibt es viele davon. Du musst los. Es ist ein langer Weg. Du solltest keine Zeit vergeuden. Alles klar, danke, André. Ja, auch. So. Was ich sagen wollte, es sind zwei Aufnahmen. Einmal, ihr erinnert euch doch bestimmt noch an das Störgeräusch letzter Folge, dieses komische Maschinengeräusch. Ich habe weiter aufgenommen in der Hoffnung, dass dieses Geräusch weggeht. Es ist nicht weggegangen. Das heißt, ich wollte euch das Geräusch auch nicht lassen, deswegen habe ich jetzt nochmal einen guten Teil neu let's playen müssen. Also ganz, ganz viel neu aufnehmen. Ist schade drum, aber ich versuche es so authentisch wie möglich wiederherzustellen. Ja, mach schon alles. Ja, und sonst gibt es auch nichts zu sagen. Ich bin jetzt ein bisschen angepökelt davon, dass der Mist jetzt nicht geklappt hat. Wobei wir eigentlich nur eine Waffe haben. Und das ist das Licht. Ich würde gerne wissen, was da so rot leuchtet. Boah, dann leuchtet aber echt richtig krass. Nein, ich wollte nicht reinklettern. Ich dachte, da kann man irgend so einen Kistscan öffnen. Na egal. Und ich, das Schöne ist, ich habe morgen keine Schule. Das heißt, ich kann heute Nacht schön lange aufnehmen und das ganze Zeug, was ich nicht geschafft habe, aufzunehmen, nachholen. Ah, nee, du. Augen zu und durch. Das ist eklig hier. Wo ist der scheiß Sicherungskasten? Da ist er. So. Halten wir den Viecher mal ein. Wir wissen ja bereits, dass sie kann nicht mehr. Oh, wir werden mit dem Todesschrei. Ah, das gefällt mir doch. Ich bin jetzt schon sterben, wie die Fliegen. Das ist so krank. Ihr müsst bedenken, dass die Viecher uns hier draußen angegriffen hätten. Nämlich die ganzen hier. Das hätten wir niemals geschafft. Ich hasse Spinnenfilm. Jetzt machen wir hier einen Rundgang. Gucken, was sich so einsacken lässt. Und dann gehen wir wieder.
so einfach auf das Durchrennlicht an, die Sache gegessen. Als ich das erste Mal hier durch das Spiel durch bin, da ist das weitaus nicht so glimpflich abgelaufen. Ach komm. Da habe ich nämlich hier erstmal den ganzen Raum geklärt. Von den Viechern, bis ich gecheckt habe, ja komm, hätte ich da auch einfach das Licht anmachen können, so. Anscheinend ist ja nichts mehr dran, ne? Nee. Halte ich nur meine Taschenlampe an und raus hier. Ich bin weh. So. Und fahren wir mal weiter. Das ist eine schöne Schrotze gezückt. Die Schalke, da wird das nicht von bemerken. Ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich. Scheiße, soll ich das übersehen? Nein. Gut, ich bin nicht gemutet. Ich hatte echt jedes Mal Angst vor. Das ist bei mir echt so eine kleine Angst. Ach, dann mach mal hell hier. Scheiße. Na egal. Jetzt bin ich durch. Ach, das ist wieder diese Mühle, nicht empfindlich sind. Ach, leck mich doch. Ja, deswegen, wobei, es hat sich ja eigentlich, für euch hat sich ja nichts an der Ausrüstung verändert. Hab halt ein bisschen nachgespielt, deswegen ich auch ein bisschen weniger Munition hab, bin halt nicht so sneaky durch die Level durch. Sondern, bin eher etwas offensiver durch die Level durch. Also, einmal alles weggesnackt. So kann man sagen, bin ich ehrlich, Leute. Also, es war lange nicht so still. Wie ich das in den Aufnahmen hatte. Das, wie ich das in den Aufnahmen ist noch dabei, wie ich das nicht gespielt habe, aber wie ruhig ich genau war, ist dann halt leider auch nicht mehr drauf, weil ja. Ja, der ganze Spielstand ist jetzt ein anderer eigentlich für mich. Für euch ist es jetzt einer derselbe, für mich ist es jetzt dummerweise ein ganz anderer Spielstand. Aber eins kann ich hier immer noch machen, das konnte ich vorhin nämlich auch noch. Oh ne, das ist ja der Spaß hier. Wo es nicht geblickt hat, weil es so scheiße dunkel war und ich einmal durchgelaufen bin. Aber ist was scheiß drauf. Nicht Maschine. Jetzt schnell Licht anmachen. Oh Mann, ey. Oh, ja. Yeah. Das ist ja echt. Fick dich, friss mein Licht. Respektlose Mistviecher hier. Oh, Alter, sag mal, ich habe das nicht hier drin angemacht, das interessiert mich gar nicht. Ja, dich interessiert, ne? Ah, jetzt tut das nicht weh, ne? Oh, du bist auch tot. Ach, du willst auch Stress. Nee, Freude. Nee. Ich bringe euch alle um mit seinem. Oh, jetzt ist das Mist aber sehr geil. So. Wie viele gibt's von euch denn, wenn ich fragen dürfte? Ich meine, genug, dass ihr euch alle töten lassen könnt, oder? Oh, das war das letzte. Leck mich doch am Arsch. Ja, jetzt hat er das andere auch in den Sinn. Ich hätte
kann ich raus, solange die Viecher mich hier dauernd angreifen. Jetzt ist ja Endstation, jetzt ist ja Endstation. Ich glaube, ich habe so ein bisschen ein bisschen Traumschiff von dem Effekt, oder? Nein, das müssten alle gewesen sein. Und so tötet man kontrolliert. Ah, da hat man, hätte man diese Rüstung sich erstmal aufpissen können, warum der so weit weg ist. Und so tötet man kontrolliert die Viecher. Das hätten wir so oder so machen müssen, damit das scheiß Tor hier aufgeht. Ah, egal. Ach, die schlechte Luft. Ach, Dinosaurus. Da liegt was, das will ich haben. Ich verstehe, da bin ich beim ersten Durchlauf aber auch vorbeigerannt. Ist doch gerade eben noch ein Dinosaurus reingerannt. Nee, du. Haha, denkst du, Schnucki. So. Gut, wir können gehen. Warte, war da noch was? Nein. Das war nur der arme Bastard. Ich hatte es einfach im Urin, dass mich irgendwas von hinten töten will. Ist doch immer so. Runter von der Straße! Da steckt ja aber auch nur aus einem Grund aus, weil das wird gleich nicht mehr so sein. Ich bin entdeckt worden. Ich spekuliere zumindest, weil ich bin entdeckt worden. Oh, der hat ja gar nichts aus. Ich bin aber geschockt. Weißt du, zwei Schuss direkt aus der nächsten neben der Schrotze aushalten. Aber von einer Revolverkugel ins Gras beißen, ja. Leck mich, du mich auch. Ah, Munition. Bisschen noch verträglich. Ja, das Schrotgewehr wollte ich. 6 Schuss purer Schrot. Was Besseres gibt es nicht auf dem Markt. Außer die Saiga 12, die wir später noch kriegen werden. Hochgespoilert. Also auch eigentlich gar nicht so zyklisch. Das ist mir gerade echt eher unbewusst rausgerutscht, als mit der Saiga 12. So, kurz Filter wechseln. So, 30 am Rand. Muss ich übrigens noch sagen, wer finde ich hammergeil. Ich muss viele meine Videos von euch noch gucken, weil Kommentare schreiben tut ihr ja nicht, ne? In die Kommentare schreiben, was ihr nicht passieren wird, warum ihr nicht in die Kommentare schreibt. Das habe ich fast übersehen.
glaube ich kein Licht. Filter. Scheiße. Was lag da auf dem Bett? Sieht das Gesicht da auch gerade oben? Alter. Okay. Einfach nicht aufs Jahr. Ach du Scheiße. Oh Gott. Ah, mein Schädel. Oh. Ah, diese Schmerzen. Mach, dass es aufhört. Oh Gott, ich muss hier raus.